Ich grüße euch, Chat. Es ist wunderschön, dass ihr da seid. Es ist wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zur IRL-Tour 2019. Mit dem Nils und mir. Der Nils fixt gerade noch den Ton. Der kommt gleich natürlich auch ins Bild. Ja, was soll ich sagen? Wir freuen uns. Wir sind mega gehypt. Das werden ein paar richtig geile Tage, die nächsten zwei Wochen. 14 Tage ab heute. Ab heute sind wir jeden Tag zu sehen, jeden Tag hoffentlich auch zu hören. Bis in zwei Wochen Mittwoch. Ja, wir sind seit vorgestern schon unterwegs. Seit gestern haben wir unser Wohnmobil, haben alles verkabelt, eingerichtet und so weiter. Wir werden euch das, denke ich, die nächsten Tage auch noch ein bisschen zeigen, wie das hier aussieht. Ja, wir sind hyped. Wir sind wirklich hyped. Und aus irgendwelchen Gründen tatsächlich sehr gut vorbereitet. So sieht es zumindest aus. Ich hoffe, dass das auch die nächsten Tage so bleibt. Und bevor der Nils ins Bild kommt gleich, möchte ich euch mal was fragen, Leute. Ihr fragt ja immer, wo fahren wir hin, wo sind wir und so weiter. Wir haben euch nicht gesagt, wo die Tour losgeht. Ihr wisst gar nichts, glaube ich. Habt ihr irgendeine Idee, wo wir gerade stehen? Kommt das irgendeinem von euch bekannt vor? Dass irgendeiner sagt so, ey, warte mal, das kenne ich doch. Habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ich bin sehr gespannt, ob irgendeiner erraten kann, wo wir die Tour starten. Keiner hat bisher erraten, wo wir sind. Ist auch schwer. Das ist auch echt schwer. Das ist richtig. Das ist schwer. Wir haben uns gedacht, wir suchen uns einen Start und auch mehr oder weniger einen Endpunkt, der in der gleichen Ecke liegt. Ihr wisst gar nicht, wo es hingeht. Wir haben euch gar nichts gesagt. Das werden wir übrigens die Tage so handhaben, dass wir euch immer zumindest groben Tagesziel nennen. Das heißt, wir sagen immer grob, in welche Richtung es geht. Ihr werdet aber nicht wissen, wo die ganze Tour lang geht. Wo geht's denn heute hin? Heute? Also wir bleiben offensichtlich nicht in Deutschland. Der Plan ist, dass wir heute durch zwei Länder fahren, richtig? Wenn wir Deutschland mitzählen, drei. Genau. Die erste Fahrt geht heute nach Malmö, liebe Freunde. Da fahren wir heute hin. Nach, ist das Schweden oder wo ist das? Das ist Schweden, ja. Ja, genau. Wir fahren über Dänemark nach Schweden. Ich glaube, wir fahren sogar an Kopenhagen vorbei. Das glaube ich auch. Es hat wirklich keiner erraten, wo wir sind. Was ist denn mit euch? Das ist nicht Hamburg. Das Wasser habe ich schon mal gesehen. Das Blatt, was da liegt, das kenne ich irgendwo her. Wir sind in Lübeck. Das heißt, die erste Tour, der geht von Lübeck nach Malmö über Dänemark. Das ist der Plan. Wir hoffen, dass alles funktioniert. Wir hoffen, dass wir nicht so viele Probleme haben mit dem Internet wie letztes Mal. Dass wir nicht so viele Probleme haben mit der Kamera. Was wir euch auf jeden Fall auch mit ans Herz legen können, das, was der Nils gestern auch schon getwittert hat, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Gerade Instagram, also das, was wir gestern auch schon rausgeballert haben, ist einiges. Oh. Falls ihr echt Bock habt auf die Tour, dann checkt das auf jeden Fall aus. Fahren wir jetzt los? Ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Also Bock? Was los? Ja dann, gehen wir los, Leute. Wir halten immer an, wenn wir Bock haben. So wie immer. Genau. Also wir halten da an, wo wir Lust haben und fahren dahin, wo wir Lust haben. Wir sind jetzt zwei Wochen unterwegs. Tagesziel ist erstmal Malmö. Genau. Wo wir anhalten, dann ist 22. Achso, und vielleicht auch noch wichtig, wir fahren keine Fähre heute. Das heißt, wir fahren über Dänemark, das heißt, wir fahren jetzt nach Flensburg. Nach Flensburg, dann hoch Dänemark und dann rechts rüber. Das sind ungefähr so zwischen 6 und 24 Stunden Fahrzeit. Mal gucken. Der Gedanke ist übrigens folgender, wir wissen schon, wo wir hinfahren, so die Route haben wir schon, wissen wir schon. Ja. Aber wir wissen halt nicht genau, okay, heute fahren wir nach da und da und nach da und da. Das Einzige, was wir wissen, heute ist das Ziel Malmö. Und die nächsten Tage versuche ich erstmal zu fahren, bis nicht mehr geht. Also das heißt erstmal Kilometer reisen, Kilometer reisen, Kilometer reisen. Und dann gucken wir, dass wir dann irgendwie halt das ein bisschen besser berechnen können. So, das ist halt immer ein bisschen schwierig auf der Länge. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Das heißt heute Malmö und dann am Morgen die nächsten Tage erstmal Jalla. Und dann wird erstmal durchgeballert jetzt hier. Mal ankommen heute. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer noch, dass wir gut in der Zeit sind.
Ne, wir sind heute 600 Kilometer, wenn wir da sind. 600 Kilometer fahren wir. Wir fahren jetzt noch ungefähr eine Stunde. Ja, eine Stunde fahren wir noch. Und dann ist für heute Schicht im Schacht. Dann machen wir Essen und mal gucken. Ja. Also ich glaube, Sternfotos gibt es heute nicht. Ja, ganz viel Glück gehabt. Ich meine, gestern war auch dicht und eben. Dann auch noch offen, mal gucken. Oder in die Richtung, in die wir fahren, wurde ein bisschen heller. Ja. Baby, you all that I want. Aber knapp 2000 Euro würde das so kosten. Wir haben das aber wie gesagt gestellt bekommen von der Firma Caravan Vent. Das läuft auch irgendwo durchs Bild und Chatbefehl und unten Panel und so weiter. Die Story dazu nochmal, irgendwie war ich im Stream und dann haben wir darüber geredet und so und dann alles so ein bisschen, na scheiße, wir haben irgendwie keine Sponsoren dafür. Und dann hat einer zugeguckt, vielleicht guckt er auch jetzt zu, ich weiß es nicht. Aus meiner Community, der gesagt hat, ey, ich arbeite in einer Wohnmobilvermietung und Verkauffirma und hat mir halt eine E-Mail geschrieben und ich dachte erstmal so, ja, okay, krass, so, aber der hat die schon sehr seriös geschrieben und war schon sehr glaubwürdig und dann habe ich direkt das Telefon genommen, habe den direkt angerufen, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt sitzen wir hier und haben, wie gesagt, das Wohnmobil von denen gestellt bekommen, was ziemlich, ziemlich geil ist, muss man also wirklich nochmal sagen. Vor allen Dingen mit kompletter Ausstattung. Ja. Also wirklich, hier ist alles drin gewesen, einfach nur abfahren. Ja, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Töpfe, Pfannen. Zum Abwaschen, Adapter alles. Für Strom, für Gas, Mücken. Nee, also hier ist wirklich alles drin. Hier brauchst du eigentlich echt gar nichts. Was ist das für ein Gerät hinter dem MacBook? Das sage ich euch gleich. Nee, die Powerbank meinte, glaube ich. Das ist halt eine 50.000 mAh Powerbank. Das ist eine Powerbank. Davon haben wir zwei, eine von ihm, eine von mir. Die speisen jetzt unsere Kameras, drei Stück, die wir angeschlossen haben. Einmal die, dann eine Seite, also bei mir eine und noch bei Nils vorne an der Seite. Und hier kommen wir, wenn wir gerade dabei sind. Die gehen hier in dieses Pult. Ich hoffe, da ist kein Kabel rausziehen. In diesen Videomixer, das ist der VR4 HD von Roland. Und da können wir halt, wie gesagt, man kann Bild in Bild machen, jetzt natürlich nicht, weil die anderen Kameras aus sind. Wir können halt die Bilder switchen auch auf andere Kameras, aber macht jetzt wie gesagt keinen Sinn, weil die sind aus. VR4 HD von Roland und die haben uns das Ding wie gesagt gestellt, was ich persönlich tatsächlich immer noch sehr feier. Deswegen können wir auch Bild in Bild machen und so eine Scheiße und Funkmikro anschließen und alles mögliche. Genau. Gibt es in Schweden die schönsten Frauen? Also die einzige Frau, die ich bisher in Schweden gesehen habe, nee, ich habe zwei Frauen in Schweden gesehen. Eine kommt aus Österreich und ist auf dem Parkplatz. Und die andere war an der Tankstelle, wo ich auf Toilette war und die hat nur Englisch mit mir gesprochen. Und die war... An der Tankstelle? Das war Dänemark. Oh, stimmt. Nee, dann habe ich tatsächlich noch gar keine schwedische Frau gesehen. Ich schon. Beim Tanzkurs von mich, da sind wir vorher gefahren. Schon eine Idee, was morgen geplant ist? Ja. Kommen wir schon da? Können wir eigentlich. Also von mir aus. Morgen fahren wir nach Stockholm. So, nächste Frage. Wir sind am Strom. Das Wohnmobil hat keine Solarpanel oder sonst irgendwas. Wie gesagt, während wir fahren, lädt sich die Lichtmaschine auf und ein bisschen die Batterie hier hinten. Wir müssen aber halt jeden Abend an Strom. Also wir, weil wir halt ultra viel Technik haben zum Laden. Mhm. Aber normalerweise kommst du mit dem Strom auch locker mal ein paar Tage hin. Ansonsten hast du auch Gas, eine Gasflasche hinten drin, die wir gerade zum Kochen benutzt haben.
Der Kühlschrank läuft auch über Gas, wenn man jetzt keinen Strom hat. Bla bla bla, also ja. Genau, vorne gibt es ein Bett zum Runterlassen, das kann ich euch, glaube ich, mal kurz zeigen. Ja, aber vorher den Verschluss lösen hier. Ja, 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 ja. Dann das Ding da hochklappen. Ja, also wie gesagt, wie das hinten aussieht, das zeigen wir euch die Tage. Hier sind halt hinten links, rechts Betten. Hier ist noch eine Dusche drin, hier ist Badezimmer und Toilette. Da kann man mit zwei Mann, beziehungsweise wenn man das, man kann auch so eine Mittelkonsole ausziehen, dann kannst du auch mit vier Mann eigentlich schlafen, oder? Ja. Also locker. Ja, und ansonsten ist hier noch ein Bett. Achtung, festhalten. Ja, also geht noch weiter runter. Ich lasse das jetzt mal so, aber das geht auf jeden Fall noch ganz runter. Und hier haben auch locker zwei, vielleicht sogar drei Leute Platz, ohne Probleme. Für den Wohnwagen reicht auf jeden Fall Führerschein Klasse B, weil der unterhalb 3,5 Tonnen ist. Und bis 3,5 Tonnen können wir den fahren. Nils fährt den nur nicht, wie gesagt, aus versicherungstechnischen Gründen, weil der den Führerschein nicht lang genug hat. Aber sonst könnte auch Nils den fahren. Und jeder, der einen Autoführerschein hat, könnte den fahren. Jetzt von Stockholm bis zum Nordkap. Wie die Tour weitergeht, auch nochmal für die, die vielleicht vorher nicht dabei waren. Wir sagen euch immer das Tagesziel. Wir sagen euch nicht, was wir übermorgen machen oder die Woche danach oder wann auch immer. Heute war Ziel Malmö, wir sind in Malmö. Morgen ist das Ziel Stockholm. Vielleicht sind wir morgen Abend in Stockholm. Vielleicht stellen wir aber auch 200 Kilometer vorher fest, boah nee, hier ist auch cool, lass mal hier bleiben. Aber Ziel ist auf jeden Fall morgen Stockholm. Und wie es dann weitergeht, seht ihr nach der nächsten Maus. Warum seid ihr so geil? Das kann Nils hier beantworten. Weil ihr so. Wollt ihr was von den Städten sehen? Wollen? Klar, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie wir halt die Zeit haben, weil wir halt schon was vorhaben. Aber wir werden durchaus mal einen Tag oder vielleicht sogar zwei irgendwo mal uns was angucken und durch die Gegend laufen und ein bisschen Hotdogs essen. Und könnten nee, jetzt sind wir in Schweden. Ach so, Hotdogs ist vorbei. Was denn in Schweden, so ein Nationalgericht? Auf jeden Fall nicht Köttbullar. Ehrlich, jetzt kein Scheiß. Was ist das links an der Wand über dem TV? Links an der Wand über dem TV. Das hier, das ist das Control Panel. Hier sehen wir quasi den Stromstand für die Batterie hinten. Hier sehen wir den Stromstand für die Batterie vorne. Hier sehen wir den Wasserstand fürs Frischwasser. Und hier sehen wir den Wasserstand für den Abwassertank. Abwassertank, genau. Und ansonsten hier unten war, was war das, die Klimaanlage? Nee, das war Heißwasser und Heizung. Genau, Heißwasser und Heizung. Genau, dass wir heißes Wasser haben und Heizung. Das Kontrollpanel dafür. Was übrigens auch ziemlich geil ist. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Bam! Passiv beleuchtet. Ich stehe auf indirekte Beleuchtung. Ja. Das ist mega geil. Ja. Oder auch hier im Griff zum Beispiel. Das ist auch mega gut. Ja. Ja, ansonsten hier ist halt Fernseher dran. Den kann man hier sich so rausdrehen. Kann man dann auch hier rumkippen, wenn man im Bett liegt und Fernsehen gucken möchte. Genau. Auf dem Dach ist noch eine Satellitenschüssel, die fährt man hier über Knopfdruck raus. Die sich auch automatisch ausrichtet tatsächlich, da wo sie hin soll. Das ist auch mega geil. Nutzen wir jetzt, glaube ich, nicht, aber... Nee, nicht wirklich. Wenn wir wollten, könnten wir. Achso. Wie lange seid ihr unterwegs? Heute 14 Tage. Das heißt, Mittwoch in 14 Tagen, also heute in 14 Tagen, sind wir wieder zurück. Ja. Ja. Das waren, glaube ich, so erstmal die größten Fragen, die ich gesehen habe im Chat. Ja. Ansonsten. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich gehe jetzt raus. Du kannst sagen, hier gerne noch ein bisschen Schmusi-Schmusi machen und dann. Sag mal, morgen bin ich genauso unfreundlich zu deinem Stream, ne? Maja, das genau ist das. Maja. So. Kann man hier nicht genau mal mehr Spaß machen, so, oder was? Wie er recht hat, na meine ich doch. Wir sind halt schon 12 Stunden online jetzt hier. Ich gehe jetzt raus. Chat, tschüss. Bis morgen. So. Twitch Prime ist kein Crime oder wie. Es ist, finde ich, immer.